Hallo und herzlich willkommen zu einem Video, was im Zuge des Online-Kurses JBJ MOOC, Jugendbeteiligung jetzt MOOC, Online-Lernen für digitale Jugendbeteiligung stattfindet. Wer es nicht sieht, sieht das Video vielleicht irgendwann im Internet, aber der Bezug und in dem Zusammenhang ist es in einem Online-Kurs entstanden. Wir haben innerhalb des Online-Kurses verschiedene Phasen und verschiedene Einheiten. Und diese Einheit ist die Grundlageneinheit, die sich überhaupt mit dem Thema digitale Jugendbeteiligung, was ist das, was will das, was kann das, auseinandersetzt. Ein Teilbereich beschäftigt sich damit, dass wir Leute uns eingeladen haben, die sich schon in dem Feld rumtummeln und schon sehr viel Erfahrung haben und darüber auch gern berichten. Und heute zu uns gekommen, auch schon im Bild zu sehen, ist Mike Brooklyn. Mike hat schon sehr viel in dem Bereich gearbeitet, ist Jugendarbeiter, wird sich auch noch gleich selber vorstellen. Und wir haben ihn gebeten, so ein bisschen aus der Praxis mal zu erzählen. Genug von mir, zurück oder überhaupt zu Mike. Mike, stell dich doch am besten selbst vor genau, wer du bist und was du so machst. Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich da mitmachen darf bei diesem Video, weil ich erzähle unheimlich gerne über unsere Beteiligung. Und mein Name ist Mike Burgwin, ich bin Jugendpfleger in der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich. Jugendpfleger klingt immer ein bisschen komisch, da wundern sich auch die Jugendlichen, darum sage ich immer das Jugendbüro. Aber ich bin wirklich allein, also ich bin Einzelkämpfer. Und seit 2006 machen wir Beteiligung, zunächst offline. Und seit 2012 dann über das Projekt Wipart Lokal sind wir jetzt auch online beim Beteiligen. Und seitdem läuft das eigentlich. Wir haben ziemlich viel umgesetzt. Es läuft ganz gut, allerdings sehr chaotisch. Wir sind eine sehr kleine Verbandsgemeinde mit 12.500 Einwohnern. Und ja, da ist das immer so ein bisschen chaotischer, als das in den Guidelines oder in irgendwelchen tollen Berichten dann drinsteht. Was, wenn du es jemand erklärst, der es nicht kennt, was bedeutet Jugendbeteiligung für dich? Was ist das? Wie könntest du es beschreiben, was das ist? Also es ist auf jeden Fall, sage ich mal, mittlerweile mein Schwerpunkt. Und zwar nicht nur, weil wir gerne beteiligen und weil wir das irgendwann angefangen haben, sondern weil es für mich und ich glaube auch für viele meiner Kollegen hier mittlerweile die einzige Möglichkeit ist, an unsere Zielgruppe ranzukommen. Es ist nämlich, ich dachte erst, das liegt an mir, aber ich habe dann gemerkt, es ist durchaus im Kreis ein Phänomen und ich glaube sogar bundesweit, dass die 14- bis 18-Jährigen, also die Jugendlichen, für die wir eigentlich zuständig sind, nicht mehr unbedingt in Jugendtreffs kommen. Jugendhäuser ist nochmal was anderes, mehr Räume, mehr Möglichkeiten, aber Jugendtreffs, gerade im ländlichen Raum, die sterben so ein bisschen aus. Die meisten mussten dann switchen auf kleinere, also 10- bis 14-Jährige, sogenannte Teenie-Treffs. Die kommen immer, insofern läuft das, aber unsere Zielgruppe erreichen wir, glaube ich, am besten jetzt mittlerweile über Partizipation. Weil da kommen sie zu den Projekten, die sie interessieren, sie melden ihre Projekte auch erstmal an und sind dann auch wirklich da und dann arbeiten wir mit ihnen. Anders als früher, aber doch sehr effektiv. Und Beteiligung ist klar, was man als erstes immer hört, es ist die Erziehung zur Demokratie. Sie lernen, dass sie mitmachen dürfen, dass sie eine Stimme haben, dass sie was bewirken können. Es ist in gewisser Weise auch Prävention, da sie merken, ich kann was bewirken. Also es stärkt das Selbstbewusstsein, auch wenn sie dann die Projekte im Real Life umsetzen. Und ja, also ich möchte fast behaupten, Partizipation ist so die neue Jugendarbeit. Das sollte eigentlich der Schwerpunkt sein. Kannst du das mal an einem Beispiel machen? Also vielleicht etwas, was du selber gemacht hast, zu einem Thema oder so etwas? Ja, also ich kann trotzdem noch mal die Kleinen erwähnen, auch wenn die noch in die Treffs kommen. Da bin ich in die Grundschule gegangen. Wir haben eine Fantasiereise durch den Ort gemacht, was sie so den Tag über erleben. Und wir dachten eigentlich, da kommen Spielplätze oder irgendwas dabei rum. Und letztendlich war es aber so, dass sie sich sehr unsicher gefühlt haben im Straßenverkehr. Gerade auf ihrem Schulweg oder auch auf dem Weg zu den Spielplätzen. Und dann haben wir mit denen geguckt, wo sind die gefährlichen Stellen. Und haben möglichst zeitnah versucht, diese zu entschärfen oder welche Möglichkeiten gibt es da, was können wir tun und haben das auch den Kids erklärt. Die waren zum einen ganz erstaunt, wie kompliziert das für die Erwachsenen ist, um so Sachen umzusetzen. Also dass das durch einen Rat muss, durch einen Ausschuss muss, dass der Bürgermeister kein König ist und so. Ja,
Und bei den Jugendlichen war es mit Sicherheit der Skaterplatz und der Fitnessplatz. Das waren Ideen, die so im Dorf noch nicht in den Köpfen waren. Also es kam wirklich von den Jugendlichen. Und da haben die auch extrem gut mitgearbeitet, haben dann auch, nachdem sie erst ein bisschen Schiss hatten, haben sie es dann auch einem Ausschuss und einem Rat vorgestellt, den Skaterplatz, weil sie gemerkt haben, hey, wir kennen uns da echt viel besser aus. Also wir haben nicht nur die jugendgerechten und skatergerechten Worte, sondern wir kennen uns tatsächlich besser aus, ne? Die Erwachsenen wollten günstige Geräte, das sind dann mit so Holzpressplatten. Und die Kids haben aber gesagt, naja, ihr wollt ja, dass es leise ist, dass die Anwohner nicht gestört werden. Also ist eigentlich Beton die bessere Variante, weil das viel leiser ist, dann. Und wo es auch sehr schön war, war bei unserem Riesenprojekt der Grillhütte. Also wir haben so eine Luxusgrillhütte gebaut mit Küche, Innengrill, Außengrill, Toiletten, allem Pipapo. Und da haben sich die Jugendlichen mit den Erwachsenen zusammengetan, weil wir haben auch gleichzeitig noch eine Erwachsenenbeteiligung gestartet oder Gleichzeit versetzt. Und da haben sie zum einen gemerkt, Mensch, die Erwachsenen haben gar nicht immer nur blöde Ideen und nervige Ideen, sondern teilweise die gleichen Interessen wie wir, zumindest wenn es ums Partymachen geht, und haben da auch kräftig mitgearbeitet dann, ja. Toll. Die Grillhütte interessiert mich ja besonders. Jetzt ist es ja ein Kurs und im Zuge dessen, wie wir uns ja auch kennen und kennengelernt haben vor ein paar Jahren schon, dass wir uns mit digitalen Medien und digitaler Jugendbeteiligung beschäftigen. Was würdest du sagen, aus deiner Arbeit heraus gesprochen, was ist denn nun das Digitale bei Beteiligung oder was ist das Besondere bei digitaler Jugendbeteiligung für dich? Es hat mir mehr Zeit gegeben, mich um die Projekte und die Kids zu kümmern, weil vorher bei der Offline-Beteiligung bin ich halt immer rumgetingelt mit meinen Kärtchen und ganz vielen Edding-Stiften und dann musste das alles ja aber ausgewertet werden. Also die Kärtchen, die Clusterung, dann haben wir es mit kleinen Klebepunkten, konnte man es bewerten, was einem am wichtigsten ist und das hat unheimlich viel Zeit gekostet, das dann abzufotografieren, die Stimmen zu zählen, das mit Excel oder irgendwie aufzubereiten. Und das übernimmt jetzt die jeweilige Plattform, die man nutzt. Also die Kids geben ihre Ideen ein, sie stimmen dort ab. Das heißt, das ganze Zählen, die Stimmgewichtung und alles übernimmt die Plattform. Das fällt weg. Und jetzt kann ich mich mehr auf das echte Umsetzen der Projekte konzentrieren oder auf die Real-Life-Treffen mit den Jugendlichen. Und was sicherlich der eine oder die andere schon gehört hat, die Vorteile bei der E-Partizipation, nee, wie sagt ihr, digitale Beteiligung. Ist auf jeden Fall, dass es zeit- und ortsunabhängig ist. Also, dass man nicht gucken muss, ist jetzt irgendein Dorffest gerade oder ist da Handballtraining? Können die Kids überhaupt um die Uhrzeit in die Turn- und Festhalle kommen, damit wir sie alle zusammenkriegen? Sondern sie können jederzeit am Rechner oder auf dem Handy dann irgendwann sich beteiligen, da mitmachen, die Diskussion weiterführen. Man muss die Diskussion nicht abbrechen, weil man jetzt sagt, okay, die Veranstaltung ist geplant von 8 bis 22 Uhr, also können wir nicht bis 12 quatschen, obwohl es da noch was zu quatschen gibt. Das funktioniert alles online. Und einer meiner Lieblingspunkte ist, dass jede Stimme gleich laut ist. Das heißt, wenn ich sonst Jugendliche einlade, dann gibt es natürlich ein bisschen die eloquenteren oder die lauteren oder die Forscherin. Und die setzen sich dann natürlich mehr durch. Und weil das einfach nur geschriebene Forumsbeiträge sind, ist dann jede Stimme gleich laut. Wenn du an deine Anfangszeit zurückdenkst, wie hast du denn angefangen, über Jugendbeteiligung und so weiter nachzudenken? Wie waren da die ersten Schritte? Also Jugendbeteiligung allgemein, inklusive der Offline-Beteiligung. Ja, das war einfach, ich wollte wichtiger werden. Also ich durfte früher nur die Jugendtreffs auf und zuschließen und dazwischen halt meine Jugendarbeit in den Treffs machen und mehr nicht. Und als wir dann den neuen Bürgermeister bekamen, der halt auch Beteiligung in seinem Wahlprogramm propagiert hatte, da hat er mich hochgerufen ins Büro und hat gemeint, sag mal, du hast das doch auch irgendwie studiert. Und ich so, ja. Ja, kannst du denn auch Beteiligung? Und da habe ich halt eine Chance gesehen, habe erstmal gesagt, ja klar, kann ich. Und dann bin ich schnell nach Google gegangen und habe mal geguckt, was ist denn das alles, was kann man denn da alles machen? Und so bin ich da eigentlich reingestolpert. Wann kam das Digitale dazu? Also wie bist du dazu gekommen? Wie waren da die ersten Begegnungen? Nachdem das Offline super gut geklappt hatte, auch mit Unterstützung von einem Programm, das war damals die Spielleitplanung des Landes Rheinland-Pfalz. Das haben wir aber nur in einer Ortsgemeinde gemacht. Und ein Kollege von mir aus der Bauabteilung und ich, wir waren die Projektleiter.
und hatten da auch schon 300 Überstunden angesammelt. Und weil das aber so gut lief, kamen die anderen drei Ortsgemeinden, haben gesagt, das wollen wir auch. Und da dachten wir schon, oh mein Gott, wie sollen wir das denn hinkriegen? Und dann hatte ich im Medienpädagogik-Praxisblog gelesen, ach, da gibt es so einen Youth-Part, da kann man Beteiligung online machen. Und wie das viele denken, dachten wir damals auch, super, man macht eine Plattform, es kommen alle gestürmt, man muss gar nicht weitermachen und die Beteiligung ist fertig. Und haben gesagt, dann machen wir da jetzt mit und haben dann damals den Jürgen Ertelt angeschrieben. Der hat gesagt, ja klar, kommt, macht mit. Dann sind wir noch in Youthpart lokal reingerutscht und dann waren wir mittendrin. Youthpart ist zur Erklärung das Vorgängerprojekt von Jugendbeteiligung jetzt, unter dem jetzt dieser Online-Kurs läuft. Insofern sind es da auch viele Erfahrungen und auch teilweise auch die Werkzeuge, die damit übernommen wurden und weiterentwickelt wurden vor allem und so weiter. Gleich die Frage an sich, interessiert ja auch sicherlich viele, wo man so, du hast jetzt schon ein, zwei Stichworte genannt, wo man denn so Hilfe bekommt. Also wo hast du dir Hilfe geholt, wenn du zum Beispiel, was das Digitale jetzt angeht und die Tools und so weiter, wie hast du dir da geholfen oder hast du dir helfen lassen? Also das Erste, wie gesagt, war, ich habe Tante Google gefragt und geguckt, was gibt es da schon an Methoden. Also gerade offline gibt es ja unheimlich viel für Offline-Beteiligung. Dann haben wir immer versucht, in irgendwelche Projekte reinzukommen. Also den Rat habe ich immer überzeugt, weil es bei den Projekten auch Geldern gab. Insofern durften wir mitmachen. Und für mich war eigentlich das Wichtigste immer, dass da Fachleute waren, die einen beraten haben oder die gesagt haben, wie sie es gerne hätten oder dass das Projekt auch eine gewisse Struktur hatte. Wir haben uns nicht immer dran gehalten an die Strukturen, haben manche Sachen anders gemacht, aber man hat unheimlich viel dadurch gelernt. Und mittlerweile gibt es ja eben so Sachen wie Jugendbeteiligen jetzt, wo dann auch Tipps, Tricks, Tools und alles da sind. Das gab es früher noch nicht. Da mussten wir das noch selbst machen. Ja. Aber das wächst ja dann auch, das Thema wächst Ja. ja auch und die Erfahrungen, das ist ja das Schöne, dass man auch wirklich auf Erfahrungen jetzt schon zurückgreifen kann, die andere schon gemacht haben und die man dann entsprechend weiterentwickeln kann. Als letzte Frage, weil wir da schon dabei waren, für jemanden, der jetzt anfängt, der sich so ein bisschen interessiert für das Thema, aber noch nicht so genau weiß, wie er jetzt damit umgehen soll oder was er jetzt macht, hast du vielleicht, sagen wir mal, drei Tipps, eigentlich noch zwei? Für jemanden, der einsteigt, der die einsteigt in das Thema. Also für Kollegen, Jugendarbeiter, die das ja dann meistens machen müssen, würde ich sagen, also manche kriegen es ja als Auftrag, dann ist es relativ leicht, weil dann ist der politische Wille schon da. Wenn man selbst die Idee hat, man könnte das machen, dann erst alle Politiker überzeugen. Also hauptsächlich den Bürgermeister und den direkten Vorgesetzten und dann auch die Räte. Weil ohne die politische Unterstützung und Rückendeckung funktioniert es nicht. Dann beteiligt man und es passiert danach nichts und dann ist die Beteiligung kaputt für ein paar Jahre. Dann braucht man erst gar nicht wieder anzufangen. Das andere ist, dass man zwar Fortbildungen mitmacht, Kurse besucht, MOOCs anschaut, und Guidelines liest, aber sich dadurch nicht verrückt machen lassen sollte. Also ich weiß noch, als wir die Spielleitplanung angefangen haben, das war ein richtiges Buch mit Qualitätskriterien. Und ich dachte damals eben noch, die müssten wir jetzt alle beschließen, habt ihr auch alle beschließen lassen durch den Rat. Also da bin ich abgesichert, Qualitätskriterien haben wir ohne Ende. Da werden auch Abläufe empfohlen und wie das laufen soll und was dabei rauskommt und dass das eine besser ist als das andere. Aber einfach mal anfangen, einfach mal machen. Einfach loslegen. Vorher natürlich, gerade wenn man dann mit digitaler Beteiligung anfängt, sollte man sich schon ein bisschen am Computer auskennen. Man sollte die Plattform kennen, die man nutzen möchte und die Möglichkeiten, die es gibt, nebendran noch, also Facebook, Twitter, WhatsApp, was man da alles noch nutzen kann, schon ein bisschen kennen oder eben Jugendliche fragen, die sich damit auskennen, die einem dann helfen, wenn man selbst da gar nicht so drin ist. Und dann loslegen und gucken, was passiert. Und selbst wenn was schief geht, ist es gar nicht schlimm. Also wenn es beteiligungstechnisch gut gelaufen ist, aber irgendwas anderes schief geht, das ist nicht schlimm, weil das ist einfach eine Lektion. Da lernt man was draus, beachtet man beim nächsten Mal und kann nichts weiter passieren. Es ist alles besser, als keine Beteiligung zu machen, weil Beteiligung einfach super wichtig ist und super gut ist. Und habe ich noch einen dritten Tipp? Fällt mir jetzt gerade spontan nichts Ich ein. glaube, das waren die zwei wichtigsten, die Leute überzeugen und nicht aufhören, anfangen und weitermachen, sozusagen Ja, dranbleiben. also wir machen es ja jetzt seit 11 Jahren
und sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir wollen eigentlich eine kontinuierliche, einfach immer weiterlaufende Beteiligung. Und im Moment sind wir total offline, weil alle unsere Plattformen abgeschaltet wurden. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, man sollte sich eine Plattform suchen, die möglichst sicher ist im Laufen. Also dass das einfach nicht irgendwann abgeschaltet wird wegen Geldproblemen oder so. Okay. Toll. Vielen Dank, Mike. Ja, sehr gerne. Dann sind wir am Ende dieses Interviews. Ich danke sehr an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das jetzt parallel zum MOOC sehen. Wenn sie und ihr Fragen habt, dann könnt ihr das jederzeit im Forum befragen und da haltet ihr auch Antwort. Ansonsten ist Mike auch, glaube ich, so auffindbar im Internet und man kann ihn auch so mal eine Frage stellen. Das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, Ja, so auf wie jeden wir uns. Fall. Sehr schön. Anrufen, schreiben, alles kein Problem. Wenn es da irgendwas gibt, es finden sich ausreichend Leute, die gerne Antworten geben. Für die, die es später sehen, zeitversetzt sehen, in 5 oder 10 Jahren, das Internet vergisst ja möglicherweise nicht. Denen wünsche ich auch viel Spaß dabei, es zuzusehen. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder. Bis bald. Tschüss.